Grelles Scheinwerferlicht, Stroboskopeffekte und hämmernde Drums. Woche für Woche geben sich Österreichs Jugendliche in Diskotheken einem ekstatischen Mix aus Alkohol und lauten Beats hin. Um in Stimmung zu kommen, greifen viele zu Hochprozentigem. Ja, einfach Party, Spaß, Action, Männer, Alkohol. 18 Bier gehen sicher noch. Oh. Dann kommen die harten Getränke, bis ich einmal Krankenhaus komme. Jährlich werden in Österreich 6,7% aller Verkehrsunfälle von Alkoholenkern verursacht. Nächtliche Sauforgien enden nicht selten im Koma oder in handfesten Auseinandersetzungen mit anderen Disco-Besuchern. Aggressionen und Abrocken auf der Tanzfläche. Österreichs Party People im Disco-Rausch. Die Diskothek Till Eulenspiegel in Neulenkbach in Niederösterreich. Bereits vor dem eigentlichen Disco-Besuch wird hier schon auf dem Parkplatz heftig vorgeglüht. Nächster Tag auch. Werbung macht man keine, gell, Schiri? Der Fuhrer trinkt nichts. Warum ist nicht im Platz? Sicher. Was werdet ihr heute so vernichten an Alkohol? Ja. Cardi-Cola, Kapu-Wodka, Kula-Whisky. Das passt schon. Alles, was Namen dran hat. Warum? Naja, weil es nichts kostet. Weil es nichts kostet? Ist klar. Aber ich müsste es leider reingehen, weil sonst kommen wir Sport. Aber wir sehen uns, wenn der Runde steigt, gell? Jeden Samstag steht hier die 50-Cent-Party auf dem Programm. Bis 22.30 Uhr Alkohol zum Super-Aktionspreis. Was trinken die Leute am meisten jetzt? Schackmix-Getränke, weil die sind in Aktion. Das ist der einzige Grund, warum wir da sind. Ja, weil jetzt morgen kostet alles noch 50 Cent. Siehst du, 2 Drangen, 1 Euro. Für das gehe ich arbeiten. Wenn man schon mal auf die Wähler schwimmt, dann soll man draufbleiben. Das ist wie beim Surfen, das ist alles selber. Ah, das ist so. Trinken im Wettlauf gegen die Zeit. In einer Stunde gehört die 50-Cent-Party der Vergangenheit an. Die Cola Rum, war das, glaube ich? Das war einer, ja. Ja, Cola Rum und da der Tequila. Das sind so die Lieblingsgetränke. Ja, damit. Das ist schön allein. Voll danken, bitte. Das Millennium in Krems ist eine der modernsten Diskotheken Österreichs. 30.000 Watt Musikleistung und 220 Scheinwerfer sorgen hier für Stimmung. Alles ready? Nein, wir sind nicht zu viel. Die Crew trifft die letzten Vorbereitungen hinter der Bar, bevor sich die Pforten für die Besucher öffnen. Mixgetränke werden in rauen Mengen bereitgestellt. Aber nicht für jeden. Nur wer Michel Salzer, dem Türsteher, genehm ist, darf in das Tanzparadies hinein. Keine Kappen. Sonst ja. Mit Kappen kommt auch nichts. Ja. Du, wie schaut es mit den Trägerleibern aus? Jetzt kommen wir letztens noch mit Trägerleibern, die guten. Wer? Naja, die Haare, mit denen schönen Trägerleibern. Das kann ich auch nicht machen. Nein, nicht. Da wissen wir schon, ob ich schon zeigen kann. Ja, gut, wenn er vorher Jacken hat, siehst du das ja nicht. Ja, das geht ja. Nein, wenn es da eine kommen mit Trägern, sowieso nicht. Und Kappen nichts. Gibt es Leute, die sich dann aufregen und sagen, warum darf ich nicht rein und probieren es noch einmal? Ja. Da gibt es welche, die verkleiden sich. Die probieren es ja. Mit, der, was sie im Auto gehabt haben, weiß nicht, 4 Pullover und 10 T-Shirts. Und er hätte sich halt müssen am Board aufpicken oder irgendwas, dann hätte man nicht kennt, aber er hat es probiert. Also mit alle. Gut, dann, der gibt sich so einer Lächerlichkeit preis nicht. Und irgendwann mal lachen dann eh schon alle, und dann geht er. Während im Kremser Millennium die Vorbereitungen für den Abend noch im Gange sind, läuft das Till Eulenspiegel in Neulenkbach bereits auf Hochtouren. Der Grund dafür ist einfach. Warum glaubst du, dass die Leute jetzt schon kommen so früh? Naja, weil wir bis 22.30 Uhr die 50-Cent-Party haben. Sieht das? Ja. Getränke zu immer. Die Getränkeaktion verfehlt ihre Wirkung nicht. In großen Mengen wird Promillehaltiges konsumiert und genossen. Denn jetzt kann man noch trinken und dabei Geld sparen. Zum Tanzen ist bis jetzt kaum jemand gekommen. Er hat angefangen, dass er jetzt noch 6 im Ernst noch. Pro Kopf konsumieren die Österreicher ab 15 Jahren jährlich 13 Liter Alkohol. Also ich bin jetzt 23 und man muss sagen, die Jüngeren trinken weitaus mehr. Ja. Seid ihr mit dem Auto da? Nein, Taxi.
Eigentlich sind die Jugendlichen oft disziplinierter als so manche Erwachsene, muss ich sagen. Also jetzt vom alkoholisierten Autofahren. Sicher, es gibt immer Ausnahmen, aber normalerweise sagt man, also ich kenne nur meine Freunde alle, die sind eigentlich ziemlich diszipliniert, wenn es ums Autofahren geht und wenn sie Alkohol getrunken haben. Die fahren dann immer mit dem Taxi oder sonst. Ich glaube, das ist schon besser. Um Verkehrsunfällen durch Alkoholenker vorzubeugen, führt die Polizei regelmäßig Schwerpunktaktionen durch. In Neulenkbach, nur 2 Kilometer von der Diskothek Till Eulenspiegel entfernt, bereiten sich Kontrollinspektor Josef Fritz und sein Kollege Revierinspektor Heinrich Hofer auf die nächtlichen Kontrollen vor. Es ist nämlich auch so, dass es in Asperhofen nämlich alle beschwert haben, dass die sehr durchrasen und ziemlich speziell der Durchzugsverkehr, die müssen recht schnell, also halten sie nicht an die Geschwindigkeit. Geht schon? Okay. Allein in Niederösterreich wurden im Dezember 2005 bei 50 Alkoholunfällen 76 Personen verletzt. 5 davon kamen ums Leben. Grüß Gott, Fahrzeugkontrolle, Ihre Papiere bitte. Wie geht's? Ja, gut. Wir haben oft, speziell in unserem Bereich, ein paar, die was wirklich war, schwere Alkoholiker sind. Die Führerscheine zwar einer weggenommen werden und sie hin und wieder natürlich trotz allem fahren. Ne? Die müssen zur Arbeit kommen, jetzt aber mit dem Moped wieder nicht fahren, speziell in die Winterzeit, jetzt fahrt er natürlich mit dem Auto. Ne? Wer natürlich erwischt, das ist keine Frage. Nicht, ne? Gut, Herr Rosenberg, machen wir einen kleinen Alkofortest und das Fest, damit wir sicher sind, dass Sie sicher sind, wir sicher sind. Bitte, der Kollege Hofer macht das. Mit dem neuen handlichen Fuhrtester kann die Exekutive innerhalb weniger Sekunden feststellen, ob ein Lenker alkoholisiert ist oder nicht. Legst du mir mitnehmen Zulassungsschein, gell? Nein, es ist nur mit dem gleichen Auto das erste Mal gefahren. Da hätte ich immer Führerschein und Zulassungsschein. Nein, aber in erster Linie geht es nicht um das, wenn sie einen Unfall haben oder was. Okay, danke, gell? Wiederschauen. Das Millennium in Krems öffnet in wenigen Minuten seine Pforten. Geschäftsführer Peter Hofstadler motiviert noch einmal seine Mitarbeiter, bevor es richtig laut und hektisch wird. Alkoholische Muntermacher sollen das Team in Schwung bringen. So, alles Ruhe bitte. Ganz kurz zum Ruhe, sind wir alle fit? 120% wie immer. Vollste Motivation. Und wer schenkt jetzt eine Runde ein? Mande? Wie kann man das am besten selektieren, dass man sieht, das ist ein eher Unruhestifter oder. Ich weiß, das klingt jetzt überheblich, aber am Gang, na, wie wer geht, weiß ich schon. Und wenn ich ihn sehe, am Gang, wie er schon ungut schlecht. Man sicher sein, dass der irgendwas macht. Und zu 90% hat es gestimmt bis jetzt immer. Die benehmen sich eigen. Also da merkt man, dass die schon irgendwas im Schilde führen. Das ist diese, das Schleichen und allein, wie es Leute ausschauen, da weiß man, oje. Weil der lustig geht, der nette geht aufrecht, lacht. Aber die so, das ist das Rennergehalt über den Pulli. Ne? Und die sieht man gleich und oder die sich so entlang drucken an der Wand. Nicht, also was, warum geht der nicht vollkommen normal? Was schlechter da hinten? Also das, die haben schon ein schlechtes Gewissen, weil sie schon im Hinterkopf haben, wir machen heute irgendeinen Blödsinn. Nicht? So ist es. Du kannst machen, was du willst. Das gibt's nicht. Pubertierende Unruhestifter gibt es rund ums Millennium genug. Was sucht ihr im Millennium? Was gefällt euch an der Disco? Mir gefällt an der Disco, weil ich Verbot hab. Zweimal lebenslang kriegt. Ja. Ich krieg ein Verbot, oder? Ja, darf nicht mehr. Warum? Ich darf nicht mehr eine. Voriges Wochenende habe ich nichts gemacht, aber was ist das? Jo, Mann! Die hat man mal schon. Nein, ich hab's gestern probiert. Und was ist die Argumentation? Das bringt nichts bei den Türstern. Auch die Nachtschicht am Weblinger Gürtel in Graz lockt trinkbegeisterte Jugendliche mit einer Aktion der besonders einfallsreichen Art.
Alle Getränke zum halben Preis und das den ganzen Abend lang. 7 Euro kostet der Eintritt, um danach bis in die frühen Morgenstunden preisbewusst zu konsumieren. Das Geld sitzt bei den Gästen locker. Ebenso die Hemmschwelle, sich ausgelassen dem Disco-Rausch hinzugeben. Eine fette Party zum Schnäppchenpreis. Frenetische Stimmung auch auf dem Parkplatz vor der Diskothek. Die Promillegrenze haben diese beiden Jugendlichen bereits deutlich überschritten. Der Lenker des Wagens hat es eilig. Seine beiden Freunde jedoch würden gerne noch länger auf dem Parkplatz verweilen. Der Grund für ihre Ausdauer ist aber nicht der lauschige Parkplatz, sondern die mitgebrachte Fracht im Kofferraum. Ja, muss aufmachen. Mach auf! Philipp! Mach auf! Bitte, Putzmittel! Und da sind die Prosecco, die ich mal sagen. Seht ihr das eh gleich online, oder? Was wird denn gefeiert heute? Und da zum Mixen noch einen Orangensaft. Was wird denn gefeiert? Bitte, was gefeiert wird? Gar nichts, sie sind immer so drauf. Die Disco-Nacht hat für die vier Steirer gerade erst begonnen. An einen Getränkestopp ist noch lange nicht zu denken. Vorglühen heißt das Zauberwort, dem viele Jugendliche schon vor dem Disco-Besuch frönen. Was ist da schon getrunken, Mario? Zahl einmal. Ein bisschen mehr, gell? Ein bisschen mehr. Und zwei Pfizi-Spritzer oder so. Dann ein Bacardi-Scheiße. Und ja, viel Bier. Ja. Würdet ihr auch trinken, wenn ihr fahren würdet? Nein, ich schon. Also ich nicht. Ja schon. Wenn ich zwei Bier trinke, dann fahre ich schon noch. Aber bei drei auch noch. Bei vier, fünf, vielleicht. Aber bei sieben, da wird's happig. Oder? Ja, so ist es. Fahren wir? Oder drive mal. Ich bin nicht weg, ja? Muss ich ehrlich sagen. Das heißt, 18 Bier gehen sicher noch. Na, da kommen die harten Getränke, bis ich einmal Krankenhaus komme. Oder war ich schon einmal. Aber das zweite Mal muss ich zahlen, also muss ich ein bisschen Geld sparen. Aber das macht nichts. Mit Vollgas geht's zur nächsten Location. Der hat nämlich einen Wacker. Unter dem verheißungsvollen Motto Pimp My Love setzt man in der Großraumdiskothek A1 in Linz auf flirtbegeistertes Publikum. Tibor Galosch und Manfred Leitner sind fast jeden Donnerstag da, um im wahrsten Sinn des Wortes anzubandeln. Verschiedene Farben geben die Flirtrichtung vor. Also wir haben grün, ich bin Single, ich will Sex. Dann haben wir gelb, ich bin mir nicht sicher, probier's mal. Immer gelb heute. Gelb? Ja, probier was gelb. Die schüchterne Variante. Die schüchterne Variante, auf jeden Fall. Warum heute gelb? Man muss nicht immer gleich offen zeigen, was man will. Also eher die vorsichtige Variante. Und dann sagt man, man ist für alles offen, aber man ist nicht unbedingt nur auf Trinken aus, sondern man will Spaß und man ist für alles offen. Und das, glaube ich, ist das Bessere. Dann nicht gleich direkt mit der Tür ins Haus reinfallen. Was darf ich für die Farbe? Ich bin heute offen, ich sage grün. Ne? Grün? Ich bin für alles offen. Ja, ich gehe aufs Ganze heute. Also schauen wir mal, was sie tut. Also grundsätzlich gibt es vier verschiedene Farben. Da haben wir zum einen grün, das ist eigentlich die beliebteste Farbe. Heißt, ich bin Single, ich will Sex. Ja, das wählen eigentlich die meisten, kann man sagen. Dann als zweites gelb. Gelb bedeutet, probier's mal vielleicht. Also das ist so, bin mir nicht sicher. Das bedeutet gelb. Blau ist eher die lustige Variante, bedeutet, ab 3,8 Promille bin ich dabei. Das rote Band. Für die ganz strikten bedeutet Finger weg, ich bin vergeben. Bunt bestückt und flirtbereit machen sich Tibor und Manfred auf die nächtliche Jagd nach dem anderen Geschlecht. Party People aus dem Weinviertel haben eigens einen Bus zum Millennium gechartert. Doch nach einer zweistündigen Busfahrt und reichlich Alkohol sind einige schon vor dem Disco-Besuch ziemlich angeschlagen.
erwartet von der Disco nackt? Was erwartet euch von der Disco nackt? Alter, und wir waren im März schon mal da, da war es voll leiwand. Es sind zwar ein paar schon vorher gesetzt, weil die zwar so viel getrunken haben. Und weil die so viel getrunken haben. Aber es gibt halt einen harten Kern auch da. Manche sind nicht mehr in der Lage, den Bus ohne Geleitschutz zu verlassen. Um zu geht nicht. Wir sind voll dabei. Was? Du musst von vorn aufstehen. Ja, das gibt es ja nicht. Ja, Busfahrer weg. Komm. Na weiß ich, was mach ich? Ja, Eneke. Setz dich drin und schieb ihn. Das ist einfach drin. Das ist so ein komm, ja, bitte. Du bist gleich dabei. Komm, ja, schaffst du schon. Bumm, zu und zu. Bumm, zu und zu. Es geht ja viel mehr! Es geht ja viel mehr! Mehr zur Geschichte. Genau. Ich fahre mal zurück, stimme mir vorne am Parkplatz und dann wieder auch reinschauen, was essen. Und dann werde ich mir aber hinten hinlegen. Hat es schon ein paar Alkoholleichen gegeben beim Herfahren? Ja, mehrere, sagen wir so. Meine, die meisten wollen eh schon im Bus bleiben, aber ich sperre den Bus zu. Die wollen nicht mehr in die Disco gehen. So kaputt. Ja. Es ist aber, ich bringe es noch nicht zu beim Bus, der sperrt mir hin. Wir müssen alle aussehen lassen. Wir haben zu viel getrunken, passt. Das machen wir schon wieder. Hochbetrieb auch am Eingang. Der Türsteher hat genug zu tun. Wie läuft's heute? Wie läuft's heute? Ja, super. Also man ist schon umgeben von sehr vielen, sehr lustigen Irren. Aber das ist auch so eine reine Nervengeschichte. Nicht? Aber sie gehen da dann irgendwann einmal, wenn sie übermäßig dumm sind, furchtbar am Nerv. Nicht? Und dann musst du schauen, du sagst, du weißt Leute an, dann kommen sie von der anderen Seite. Das ist auch ganz grauslich. Nicht? Aber wir werden das schon hinkriegen. Die Polizeiinspektoren Josef Fritz und Heinrich Hofer sind noch immer dabei, alkoholisierte Autofahrer aufzuspüren. Die aktuelle 0,5-Promille-Regelung gilt seit 1998. Grüß Gott. Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Was haben Sie? Hat es mit Auspuffproblemen oder was? Ja, wieso? Na, der bläst ein bisschen. Das ist viel, mein Auto. Führerschein, den habe ich leider nicht. Na, servus. Da haben Sie aber ganz aggressives Waschmittel verwendet, was? Hm? Na, starten Sie mal an, bitte. Ja. Als langjähriger Exekutivbeamter hat der 54-Jährige Gespür und Routine im Umgang mit Autolenkern. Skeptisch begutachtet der erfahrene Polizist das Verhalten des Renault-Fahrers. Heinrich, was sagst denn du? Geh wann zu Netz. Das ist nicht mein Auto, das ist ein Firmenauto. Na, wie ein Firmenauto, oder? Nein, das gehört mein Chef. Aha. Das ist ein Götzjürgen. Das ist ein Pub in Erpersdorf. Ein Erpersdorf, ja. Ach so. Da bin ich Kölner. Da sind Sie Kölner? Ja. Beim Arbeiten kommt es auch vor, dass ein Kölner hin und wieder was trinkt. Ja, da habe ich zwei Heineken. Haben Sie was gegessen? Auch? Was? Haben Sie was gegessen? Auch? Ein paar Frankfurter. Mhm. Haben Sie schon den Führerschein einmal weg gehabt? Ja. Wie lang? 95. 1995. Mhm. Gut, ich meine, ein bisschen einen alkoholisierten Eindruck machen Sie mir schon, muss ich noch sagen. Geh, wenn Sie lieb sind, Kollege, wenn Sie so nett bist. Ich kann es normal einblasen. Ich halte nicht. Ja, danke.
Der erste Eindruck des Polizeiinspektors erweist sich als richtig. Eine genauere Kontrolle ist nötig. Na, Servus. Und das mal zwei, gell? Müssen wir einen Alkomat-Test machen. Folgendes, wir haben drüben einen Alkomat-Test, einen Alkomat mit dem Auto, wenn sie nicht sind, und vordere sind zum Alkomat-Test auf jetzt. Natürlich. Sie wissen das eh, wie das geht, wenn sie mit dem mitkommen. Gleich bei ATV die Reportage. Schlagkräftige Disco-Besucher. Hey Mann, ich hab ein kleines blaues Auge, aber das ist ja nix. Alles, was das Disco-Herz begehrt. Einfach Party, Spaß, Action, Männer, Alkohol. Polizeiinspektor Josef Fritz hat einen Autofahrer zum Test am Alkomaten aufgefordert. Der Betroffene sucht nach Erklärungen. Das Grüne ist das halt immer ein Problem. Natürlich trinkst du mit, ohne Diskussion. Nicht? Das ist der Mox-Geschäft. Wenn du jetzt Nein sagst und Nein sagst und Nein sagst. Na, werden Sie mir eingeladen da und so, nicht? Ja, natürlich. Natürlich, ne? Ja, das Blöde ist halt das, dann sollte man halt nicht in ein Auto fahren. Das verfälscht das ganze Geschichte dann ein bisschen, gell? Gut, bitte, wenn Sie nett sind, in einem Zug losen, bis das die Sternl sehen, bitte. Es ist sogar mehr, es ist nur in 61. Fast 1,4 Promille. Bestätigung, den Führerschein finanziell und dann auf der Dienststelle holen. Ich will ja jetzt wahrscheinlich meine Arbeit verlieren. Weil ich in die Arbeit fahren muss. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Arbeitslos, Steinbein, kostet den Staat, mir ist das wurscht. Nicht besser, ich meine, ich bin jetzt, ja, ist so. Ich will wahrscheinlich meine Arbeit verlieren. Gut. Was machen wir jetzt? Wir können den Pkw da stehen lassen, aber wegen ihnen müssen wir irgendwas machen, dass ihn wer abholt oder sonst irgendwas. Kennen Sie in Asperhofen irgendjemand? Nix. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber nicht gern wollte, kann ich ihn nicht heimführen, gell? Alkoholisierte Autofahrer müssen an Ort und Stelle von der Exekutive über ihre Rechte in Kenntnis gesetzt werden. Also schon sehr erklärt sind noch einmal. Das brauchen Sie mir nicht erklären. Kennen Sie? Das kenne ich. Sehr gut. Einmal 0,72 und einmal 0,61, der kleinere Wert weggenommen, gell? Hallo, gut. Rettende Hilfe kommt doch noch. Von einem Bekannten aus einem nahegelegenen Wirtshaus. Was muss ich denn? Ja, wir werden den Herrn jetzt ins Bermuda in das nächste Gasthaus führen. Dort warten seine Bekannten auf ihn, damit er dann mit ihnen auch dann nach Hause fahren kann. Ne? Super. Der überwiegende Teil der jugendlichen Disco-Besucher hält sich an die 0,5 Promille-Grenze. Aber wie immer bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. Wie kommst du heute heim? Taxi, oder? Ich fahre heute mit meinem Auto heim, nicht, weil ich bin nicht. Du hast Auto? Schuld. Wenn ich mein Auto nicht mehr aufhänd, dann finde ich mein Moped heim, fahre mit dem Moped heim. Das ist mir wurscht. Also ich fahre einfach voll betrunken heim. Passt. Der war's. Passt, Hunger? Während in der Diskothek der Bär tobt, wird auf dem Parkplatz ein Kampf um Ehre und Recht ausgetragen. Wieso und worüber gestritten wird, ist selbst den Kontrahenten nicht klar. Sie haben uns halt blöd angebracht, nachher ist eine Schlägerei entstanden. Es tut mir sehr leid. Ich meine, ich habe ein kleines blaues Auge, aber das ist ja nichts. Wer denn angefallen? Ja, eigentlich wir. Und eigentlich sie. Wir haben beide angefangen. Komplexler. Ich höre es, ich sehe es, aber ich kann nichts dagegen machen. Das ist denn so. Was ist das häufig her?
sind junge Buben, ne? Die halt Aggressionen haben, das loswerden wollen. Das ist das Blöde. Manchmal fangen Schlägereien auf von gar nichts. Es ist. Aber wenn ich morgen im Fernsehen bin und das meine Mama oder mein Vater sieht, dann gibt es eine Schlägerei. Aber daheim, das wäre sehr blöd. Aber ich meine, ja, was soll ich sagen? Pech. So läuft's Leben, ne? Manchmal hat man Glück, manchmal Pech. Gib her, Chick. Ey, du bist cool, Mann. Gell? Kofferraumpartys gehören inzwischen zum Standard vor einer Nacht im Millennium. Ich mache da heute Party, bevor ich in die Disco geht, draußen, oder? Ja, immer hier ein bisschen vorglühen und auch ja, so zwischendurch mal raus, weil die Getränke sind ziemlich teuer. Also man gibt so durchschnittlich ca. 30 Euro aus an einem Abend und es ist sicher billiger, wenn man sich eine Flasche für irgendwas kauft, als wenn man den ganzen Abend durchtrinkt. Und was trinkt ihr heute? Ja, so Verschiedenes. Bacardi, Havana Club, Whisky. Rum, alles durch die Bank halt. Solche Probleme gehabt, tut mir leid, geht nicht. Türsteher Michel sortiert fachkundig die Gäste aus. Wer unter 16 Jahren ist, darf die Disco nicht betreten. Der Kollege ist für die Ausweiskontrolle zuständig. Dieser Besucher wird wegen seiner Kappe abgewiesen. Einfachen Grund, weil wenn man Lokalverbot gibt, ne, und der hat einen Kapperl auf, hast du ungefähr eine Vorstellung, wie er ausschaut. So 10 Minuten später kommt er ohne Kapperl ja schon komplett anders aus. Ne. Und auf einmal heißt es, hallo, da ist der drin, den wir vor 10 Minuten rausgeschmissen haben. Und das Nächste, was ist, dass eine Zeit lang in die Kapperl oben, weil sie was schauen können, haben sie die Drogen trinken. Ne. Also, das sind die ganzen alten Tricks, was du sagst. Das ist ja so, jetzt darfst du immer mit dem Kapperl rein, oder? Das ist ein Scheiß, jetzt bin ich rausgegangen, jetzt hat mir der Tüste rausgehabt, weil ich eine Kappe auf. Das geht mir an. Jetzt muss ich nächste Woche mit aufgestellt rüberkommen. Wenn ich es gleich gewusst hätte, war ich gleich gekommen, oder? Ich will aufgestellt rüber. Alles ein Scheiß. Immer fair mit. Aber hier ist der Gala, wir kommen jetzt beim Zuhören. Ja, komplett zuhören. Kannst du verstehen, ja. Jetzt sind wir mit Kapo wieder drüber. Okay, geheim, 13-Jähriger. Immer fair. 13 Jahre und der ist da oben. 13 Jahre, ein Scheiß. Geht hin, das Millennium Bruder. Für die, die ins Millennium rein dürfen, gibt es Party Total. 3,50 Euro müssen sie für das Vergnügen berappen. An die 25.000 Kilowattstunden Strom benötigt der Tanzpalast jeden Monat, um seinen Gästen eine funkelnde Lichtshow und die nötige Lautstärke zu liefern. Seid ihr bereit für die Neonlautstärke? Christian Gschwandner, Inhaber des Millenniums, feiert selbst kräftig mit in seiner Disco. Mit Mitte 20 hatte er die Idee für das Millennium, setzte sie um und 7 Jahre später bringen jedes Wochenende rund 3.500 Menschen sein Lokal zum Kochen. Ins A1 in Linz strömen an einem durchschnittlichen Wochenende rund 2.500 Besucher. An diesem Donnerstag wird mittels bunter Neonarmbänder der aktuelle Grad der Flirtbereitschaft signalisiert. Tibor Galasch und Manfred Leitner haben bereits Anschluss gefunden. Bist du heute schon wieder auf Aufriss? Bist du auf Aufriss heute wieder? Ich bin für Sie immer geil. Es wird Daddy Hasen. Wer schüchtern ist, verliert. Ja, einfach Party, Spaß, Action, Männer, Alkohol. Das sei jetzt mal drauf. Bis zum Deppen. Nach so viel Frauenpower sehnen sich die beiden Linzer Playboys nach etwas Ruhigerem. Auch diese Dame kennt der gelernte Schlosser bereits von vorangegangenen Discoabenden. Seine Briefmarkensammlung konnte er ihr allerdings noch nicht zeigen. Ja, was ist jetzt? Alkohol, Spaß, Sex? Spaß. Schon. Auf freundschaftlicher Basis. Schon wieder? Ist ja immer dasselbe mit dir? Nein, es ist immer so. Nein, nimm mal einen gescheites Bandel, dass wir wissen, was wir wirklich müssen. Wäre das eine Frau für dich? Absolut. Aber sie will mich nicht. Ich mag ihn als Freund und ich will die Freundschaft nicht zerstören.
allen ausreden darf. Als Freund. In Wahrheit traut sie sich nicht zuzugeben, was sie wirklich will. Bereits seit 2 Jahren gibt es die Flirtabende im Linzer A1. Für 5 Euro Eintritt kann die ganze Nacht lang das Terrain sondiert und geprüft werden. Im besten Falle bis zum gemeinsamen Nachhauseweg. Manfred Leitner lässt nichts anbrennen und startet seine nächste Offensive. Einladen und eingeladen werden lautet die Devise. Also trinken wir einen Cocktail, oder? Ein Cocktail, dann. Das ist gut zum Flirten. Nicht nur im Internet boomen Singlebörsen. Single-Abende für einsame Herzen auf Partnersuche stehen hoch im Kurs. Viele suchen dabei nur das eine. Du willst Sex haben. Genau. Das ist schon wichtig, finde ich. Ich bin ja noch jung. Das Grüne ist schon nicht schlecht, oder? Da. Das heißt so viel, ich bin Single und ich bin ja schon so lange Single. Warte, wie lange hast du gerade? Ein Jahr schon? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre schon Single. Ja. Wäre das ein Mann für dich? Er? Ja, auf alle Fälle. Das ist ein reifer Mann. Weil die Jungen, die mag ich gar nicht so. Im Till-Eulenspiegel fließt unterdessen nicht nur der Kundenstrom. Auf dem Parkplatz werden kleine Geschäfte verrichtet. Damit die finanziellen Ausgaben im Rahmen bleiben, tauschen einige den Barhocker mit dem Autositz. Ich werde gerne ein Auto trinken und dann gehen wir wieder rein. In der Diskothek selbst weiß man von den Open-Air-Trinkorgien. Unternehmen kann man aber nichts dagegen. Also, wenn sie schon mal betrunken kommen, sind nicht die Leute an der Tür da, die was die abfangen. Und wenn es zu extrem wird, dann müssen sie gehen. An den Wochenenden ist das Till-Eulenspiegel knackevoll. Trotz großem Alkoholkonsum halten sich die Streitereien unter den Gästen aber in Grenzen. Ja, wenn wir wirklich einen Notfall haben, dann drücke ich den Knopf und bei den Türstern, beim Eingang leuchtet ein Licht. Die sehen dann, auf welcher Bar das Problem ist, kommen zu uns, fragen, was los ist, was passiert ist, und die erledigen das dann. Anlässe zum Trinken und Feiern finden sich immer. Ja, wir feiern jetzt da zum Beispiel den Geburtstag von meiner Schwester. Und ich hoffe, dass es recht lustig wird. Und sie wird nämlich morgen 18. Und deswegen feiern wir heute da. Ja, dann mal heute. Sag mal, Bacher Cola, Bacher Cola Whisky. Ich spüre es noch nicht, aber es ist besser als BBO. Auf jeden Fall. Ist einfach, wir sind öder und sind mit der Altersklasse, dass es nicht BWO ist. Weil BWO rennen herum, 50-Jährige, 60-Jährige. Und es ist gut geht. Und wir sind öder, also unsere Altersklasse, der Wahnsinn. 19, würde ich sagen. Nächtliche Fahrzeugkontrollen an den Wochenenden sind für die Beamten der Polizeiinspektion Neulenkbach notwendige Routine. Grüß Gott, Fahrzeugkontrolle, Ihre Papiere bitte. Ein kurzes Gespräch mit dem Autolenker soll den Polizeibeamten einen ersten Eindruck von dessen Fahrtüchtigkeit ermöglichen. Von wo kommen Sie? Von Till. Von Till? Ja. Da ist ja heute die Hölle los, was? Ja. Frühstücksfirma gehabt. Ach so. Gut, Herr Stich, was haben Sie denn getrunken heute? Haben wir eine Schwerpunktaktion? Gar nichts. Also überhaupt nichts. Almnudler, Cola, Orangensaft, gar nichts. Sehr gut. Wenn Sie lieb sind, der Kollege hat den Vortester da, wenn Sie da reinblasen werden. Das erste Mal mein ganzes Leben. Ganz normal reinblasen. Ja, ja. Länger. Kommen Sie raus. Normal, oder was? Nein, ganz locker bleiben. Nein, schau her. Wir. Ganz einfach. Ja, ich nicht, aber nicht dürfen. Ganz normal, in Anzug. Na, wenn Sie wollen, kommen Sie dann dran. Okay. Hier kommt sich was raus. Kommt sich. Gut. Was? Mhm, passt schon. Okay. Wie viel? Wird sie weisen. 0,0. Weiß ich ja. Na super. Was haben Sie getrunken? Was habe ich getrunken? Ja, zwei Glas und Sekt. Geht das nicht? Ich habe einen Orangensaft, glaube ich, ist das, ne? Wollen Sie einen Erksmundstickel oder? Nein, das passt schon. Bitte, gar nicht. Ich würde freuen, oder? Naja, das weiß man nicht so. Nein, das ist zu stark gewesen. Schwester, bitte. Das geht so einfach, gell? Nein, nicht nachher blasen. Weißt? Okay. Einfach in einen Zug durchblasen. Ganz locker. Man muss in einen Zug reinblasen, ja? Dann haben wir dementsprechend das Ergebnis auch.
Nein. Schau, machen wir es so mit. Tief Luft ziehen und in einem Zug reinblasen dann. Hast du wieder alles gekriegt? Können wir einen Zulassungsschein wieder haben? Entschuldige, bitte. Okay. Nein, das ist zu wenig gewesen. Arme machen wir ein Testergebnis machen. Und nicht aussetzen. Warte, mach das ganz locker. Das ist der Alkohol. Verhalten sich betrunkene Frauen anders wie betrunkene Männer? Leider Gottes, ja. Betrunkene Frauen sind meines Erachtens, also die Erfahrung, die sie gemacht haben, schon oft aggressiver als wie Männer und ausfälliger auch. Also leider. Im A1 ist Tibor Galosch auf der Pirsch. Der 41-Jährige war schon einmal verheiratet, seit kurzem ist er geschieden und wieder offen für eine neue Partnerschaft. Was war mit deiner Geburtstagsfeier letztes Mal? Ich will nichts sagen. Du willst nichts sagen? Ich kann auch scharf machen. Du bist scharf, ehrlich. Was ist mit dir heute los? Musst du morgen arbeiten? Nach dem dritten Cocktail versucht Manfred Leitner mit ein wenig Poesie bei seiner Auserwählten zu landen. Das Lächeln öffnet das Herz, oder wie sagt man? Es kann viel mehr öffnen. Ja, ich meine, man lernt schon viele kennen, aber es ist nicht so, dass man sagt, man nimmt sie immer wieder mit heim oder so. Das tut man ja nicht als Frau. Verstehst du? Wie wichtig ist denn Sex für dich? Ja, Sex ist schon eine ziemlich wichtige Rolle für mich, ist klar. Aber ich sag einmal, es ist so wichtig, dass ich jetzt fortgehe und ich sage, okay, jetzt muss ich ihn abschleppen oder so, das ist wichtig. Okay. Kennenlernen auch. Es gehört dazu, sag ich mal. Exzessiver Alkoholkonsum führt in der Grazer Nachtschicht unterdessen zu unkontrolliertem Verhalten einiger Partygäste. Und auch der Kellner tut alles, um die Stimmung weiter anzuheizen. Eine Gruppe aus Kärnten hat bereits Feuer gefangen. Das Personal hat reichlich zu tun, um die Situation in den Griff zu bekommen. Vor dem Lokal spitzt sich die Lage zu. Eine Schlägerei ist in vollem Gange. Der laute Streit eskaliert. Nach 5 Minuten greift die House-Security ein. Wie fast immer bei solchen Auseinandersetzungen, die Gründe dafür bleiben unklar. Keine Ahnung, was das richtige Problem war, hat keiner von denen gesagt. Also, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Echt? Ja, ignorieren und weiter. Ja, ich kann das nicht ignorieren, ich kenne den Haber, das ist kein Arschloch. Ja, echt, hä? So ein beschissenes, verficktes Arschloch, Alter. So ein beschissenes Arschloch. Es gibt immer ein paar, die Stress machen. So. Was machen Sie da? Einschreiten und schauen, dass wir das so schnell wie möglich lösen. Irgendwie. Ja, wir müssen wieder rein, also es tut mir leid, es geht nicht. Michi Salzer hat den Bereich vor dem Eingang fest im Griff und trifft im Laufe des Abends immer wieder auf alte Bekannte. Du bist mir wehtun, hä? Da habe ich einen Stester gegeben, wo der die hunderte Telefon zum Begraben hat. Und er gesagt, und jetzt trage ich dich heim. Sag ich, und wie machst du das? Und dann sind viermal da Stessen beim Abstand, dann habe ich ihm noch eine gegeben, weil ich gesagt habe, und jetzt halt der Kuss dann schlecht. Weil ich sage, dann ist er ganz weit weggestanden. Einen Tag so gesagt, ich trage dich heim, ich trage dich heim. Aber
der hört nicht auf. Nein, der kommt noch 3-4 Mal und dann ist er ganz zornig und dann hat er seine Jacken runter auf die Steckt und 200 Mal drauf und dann sagt er, er bringt die um und er hat 100.000 Leute, die springen alles in die Luft. Und nur ich frage mich immer, wer die frei um den Dummrennen hast. Nicht? Also irgendwer muss er die frei, muss sagen, dass die einen Freifahrtschein haben irgendwo. Weg ist, wenn das irgendwer ernst nimmt, er schießt einmal auf so einen Typen oder irgendwas. So was. Nein, nicht besser, aber ich wollte das nicht. Für die Gäste aus dem Weinviertel ist die Disco-Nacht zu Ende. Sie strömen zum Bus und wirken mitunter nüchterner als bei ihrer Ankunft. Was hat der heutige Abend gebracht? So geil war's. Wirklich spitze. Kann man lassen, ja. Schalalalalalala. Schalalalalala. Wir müssen leider schon heimfahren. Wir wollen ja nicht, das sind alle noch topfit, aber der Busdeutsche kann auch nichts machen. Auch im Till-Eulenspiel neigt sich eine lange Disco-Nacht dem Ende zu. Die meisten Gäste werden wiederkommen. Doch im Augenblick fragen sich viele, wie sie erstmal nach Hause kommen. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie alkoholisiert heimfahren, aber wie gesagt, man kann nicht überall reinschauen in jeden. Also es ist schon mal ein Führerschein angenommen worden, die Leute, die von da heimfahren sind. Aber würden Sie Leute auch daran hindern, sich ans Steuer zu setzen, wenn Sie es selber sehen? Ja, wenn ich es selber sehe, schon. Aber wie gesagt, das gehört nicht zu meinem Job. Also, wenn ich wen kenne oder was weiß ich was, meistens sind ein Taxi vor der Tür in der Früh dann raus. Also, das ist jeder kann, hat die Möglichkeit, dass er mit einem Taxi heimkommt. Ist es wichtig, dass Sie nüchtern bleiben, wenn Sie fahren? Ja, sicher. Viel zu gefährlich. Es passiert viel zu viel und es muss auch nur was passieren, so gibt. Das tut man nicht. wenn man fährt, dann muss man nicht damit. Wir dann sich immer abwechseln, sagen wir so. Hin und wieder, wenn man es passt, meistens vor ihr. Ich muss nämlich arbeiten am Sonntag, ich bin Kölnerin vom Beruf und durch das ist es bei mir gleich. Ja, sie will ja gar nicht so viel trinken. Ihr schmeckt das nicht so, hat sie gesagt. Hab ich gesagt. In Linz hingegen wird noch heftig geflirtet. Der 43-jährige Manfred Leitner setzt auf Gruppendynamik. Jetzt war ein netter Kerl. Was sollst du sagen, offener Dreier? So, jetzt das Handtuch wieder, oder? Nein, ist nicht so. Nein, die Frage steht schon, ob sie für einen Dreier offen wäre, nicht? Für einen Dreier? Frage, ja. Sollst du es essen und gerne nein, essen? Nein, was machst du jetzt? Einen offenen Dreier. Ja, du hast immer noch das andere. Sandra! Sandra, bitte bewerbe. Wir haben noch eine offene Frage an dich. Ja, Sandra, brauchst du nicht fragen. Sandra ist dafür. Sandra brauchst du nicht fragen. Sandra ist zu anständig für uns. Um was geht's? Ja, der Mandy will wieder das Thema Dreier ansprechen. Was du davon hältst? Ja, perfekt. Perfekt. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, wenn, dann wollen wir Spaß haben. Nein. Ich schau zu. Ja, du schaust zu. Sicher. Na, wann, dann müssen schon alle zwei aktiv sein. Aktiv? Kriegen wir jetzt Stress auch noch? Wenn es zumachen, gehen wir. Oder haben wir zwei drei Stunden? Drei Stunden durch. Ich habe Gleitzeit. Bin ich eher weniger zu haben für einen Dreier. Will die Frau schon für mich allein haben. Und die hat eh genug Probleme dann mit mir. Dass sie es dementsprechend dann auch aushält. Also ich glaube, man muss ihr einen zweiten nicht zumuten. Sonst soll man schauen, dass es mit mir zurechtkommt und ich mit ihr. Und ich glaube, das genügt. Für eine ordentliche Beziehung. Gleich bei ATV die Reportage. Das Ende einer Disco-Nacht. Feierabend für den Türsteher. Gesucht und gefunden. Happy End beim Flirten. Die Flirtoffensive von Tibor Galosch trägt Früchte. Gleich zwei Blondinen haben es dem Linzer angetan. Jetzt muss er sich nur noch für die richtige entscheiden. Jawohl. Ich bin Zahnärztin. Super.
Becken! Da frisst du dann nicht wieder, gell? Das ist die Zahnärztin, die Liebe! Ah, mal eine schöne Wiederbeerung! Hier ist auch wurscht. Die zwei können sehr gut tanzen und das animiert schon, dass man sagt, ich möchte mal ansprechen. Die sind da sehr prädestiniert dazu. Also, allein von den Körper her, muss man sagen, exzellent. Welche gefällt Ihnen besser von den Damen? Also, beide. Da macht man keinen Unterschied heute. Vor allem, wir sind beide fesch. So gut kennen wir noch so nicht. So gut kennen wir ja noch nicht. Aber so kommt man ganz kommod rum. Das ist immer positiv. Sonst würde man sich ja nicht angeben mit ihnen. Seid ihr immer so beinhart? Ja, wir sind schon wählerisch. Ehrlich? Aber ja. Schon, voll Gas. Da habe ich ein volles Glück gehabt heute, oder? Aber schon. Ja, bist du sehr attraktiv, oder? Danke. Also die Kumpels sind schon bestimmt. Der sinnlose Alkoholkonsum geht in Krems derweil weiter. Manche wollen einfach nicht aufgeben, auch wenn sie es sollten. Für Michel, den 59-jährigen Türsteher, beginnt ab 5 Uhr früh das Privatvergnügen. Während die letzten Gäste nicht genug bekommen können, beseitigt das Personal die Spuren der vergangenen Nacht. In 16 Stunden beginnt bereits die nächste Schicht. Thank you.